Nun ist es offiziell. Volkswagen wird in den nächsten 5 Jahren bis zu 7.000 Stellen streichen. Zusätzlich zum ohnehin schon bekannten Sparprogramm. Automatisierte Technik soll nach und nach die Arbeit von Menschen übernehmen. Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter nicht ersetzt werden. Dafür will VW in Zukunft verstärkt auf E-Autos setzen, denn die sind CO2-freundlicher und mit 30% weniger Personal als Verbrenner herstellbar. So sollen die Kosten ab 2023 um 5,9 Milliarden Euro im Jahr gesenkt werden. Konzernchef Herbert Diess sagte am Dienstag: Bis 2050 wollen wir den gesamten Volkswagen-Konzern CO2-neutral machen. Das soll nicht nur unsere Fahrzeuge umschließen, sondern auch unseren eigenen CO2-Fußabdruck. Immerhin eine gute Nachricht für die Umwelt. Und auch die Beschäftigten können vorerst aufatmen. Betriebsbedingte Kündigungen stehen laut VW nicht an. Zudem werden in den Bereichen Software und Elektronik 2000 neue Jobs entstehen.